Ich bin Florian Gallenberger, ich bin Filmregisseur, Drehbuchautor und ja, ich könnte sagen, Film ist schon mein Leben. Ich fahre BMW, ich fahre auch sehr gerne BMW. Das Auto ist natürlich mittlerweile sehr viel mehr als nur ein Mittel zur Fortbewegung. Gerade jetzt in meinem Beruf beim Film, wo doch fast alles Kommunikation ist. Und ich freue mich heute auf eine Autofahrt mit Alexander Hildebrand von BMW, der mir ein bisschen was über Connected Drive erzählen wird, sodass ich besser weiß, was ich mit meinem Auto dann alles anfangen kann und dadurch auch mit mehr Spaß Auto fahren kann. Hallo Herr Gallenberger, schön Sie zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie in Ihrem Beruf ohne mobile Geräte, Telefon und Laptop gar nicht auskommen, oder? Da ist es schon, ja. Ja, wenn Sie das Handy sowieso schon die ganze Zeit dabei haben, dann können Sie das als Fernbedienung für Ihren BMW nutzen, um zum Beispiel auf dem Parkplatz Ihr Auto zu lokalisieren. Können Sie die Lichthupe aktivieren? Ja. Was auch ganz praktisch ist, man kann mit dieser Remote-App das Auto auch ver- und entriegeln. Das heißt also, wenn ich mal wieder meinen Schlüssel vergesse, dann mache ich jetzt mit dem Handy das Auto auf. Genau, richtig. Ah ja. Ganz einfach. Gut. Schauen wir mal, ob der magische Kofferraum funktioniert. Ja. Wunderbar. Ja. Perfekte Fußbewegung. Ja. Ja. Haben Sie denn eine besondere Beziehung zu BMW? Mein Vater ist immer BMW gefahren und ich bin letztlich ein bisschen auf der Rückbank eines BMWs aufgewachsen, könnte man sagen. Mich würde interessieren, wie kann ich meine Zeit im Auto besser nutzen und vielleicht Bürokram oder solche Sachen jetzt während des Fahrens erledigen? Ja, das geht mit BMW Online eigentlich ganz einfach. Es gibt da eine Office-Funktion. Und über die Office-Funktion kann man sich seine E-Mails vorlesen lassen. Ja. Das heißt, ich gehe auf mein Menü. Jawohl. Und dann hier auf Vorlesen gehen. Genau. Betreff Drehbuchbesprechung. Hallo Florian, treffen uns um 19 Uhr in Schwabing. Bis später, Charlotte. Und jetzt könnte ich auch darauf antworten? Genau. Ja, man kann jetzt über den iDrive-Controller eine Mail zurückschreiben. Und sagen Sie, wie ist denn das eigentlich mit der Sicherheit jetzt, wenn ich E-Mails hier mir vorlesen lasse beim Fahren? Ja, Sicherheit wird bei BMW natürlich ganz groß geschrieben. Es gibt eine Reihe von Fahrerassistenzsystemen. Viele dieser Systeme basieren auf einer Kamera, zum Beispiel die Spurverlassenswarnung. Die erkennt, wenn Sie unbeabsichtigt über den Mittelstreifen fahren. Ups, dann vibriert mein Lenkrad. Jawohl. Ich mag grundsätzlich Dinge, wo verschiedene Komponenten ineinander spielen. Und das ist ja beim Film nicht anders. Da kommt Schauspiel zu Kameraarbeit und es ergibt dann so ein großes Ganzes. Und das finde ich schon, dass jetzt auch gerade bei den letzten Modellen von BMW wahnsinnig geglückt ist, dass eine Eleganz und eine Schönheit zusammenkommt mit einer Sportlichkeit, aber auch mit einem Komfort. Und das macht dann Freude beim Fahren. Vielen Dank. Also am liebsten würde ich jetzt noch weiterfahren, aber ich muss noch ein bisschen arbeiten.